Hallo und willkommen zur Rucksackküche von Abenteuer Jetzt. Ich bin Jana und ich zeige euch heute, wie ihr mit einem Dörrautomat ganz einfach Beef Jerky selber machen könnt. Beef Jerky eignet sich einfach super zum Wandern oder zum Trekking. Es ist zum einen total lecker. All die von euch, die so richtig Fleischeslust haben, kommen voll auf ihre Kosten mit richtig gutem Fleisch. Es ist sehr leicht, liefert euch viel Energie und wenn ihr es selber macht, bezahlt ihr meistens viel weniger, als wenn ihr es im Supermarkt kauft. Außerdem habt ihr dann eben in der Hand, welches Fleisch ihr euch besorgt. Wir waren heute Morgen beim Metzger und haben regionales Rindfleisch besorgt. Das sieht auch richtig, richtig lecker aus. Und wir wissen von dem Metzger, dass er ausschließlich Fleisch aus artgerechter Haltung verkauft. Vielleicht habt ihr ja auch so einen Metzger in der Nähe. Ansonsten, wenn ihr euch unsicher seid und Wert auf Tierhaltung legt, dann könnt ihr auch immer noch auf die Siegel von Bioland, Naturland oder Demeter vertrauen. Die Metzgersfrau hat uns schon richtig, richtig schöne, dünne Rinderrouladen geschnitten hier. Wir haben 8 Stück bestellt und die sind maximal 5 mm dick nur. Das heißt, mit der Trocknung nachher sollte das auch richtig gut klappen. Wichtig für Dörrfleisch ist auch, dass das Fleisch sehr mager ist. Ihr seht, hier ist kaum Fett dran. Das Fett würde dazu führen, dass das Fleisch schnell ranzig wird. Das wollen wir hier vermeiden. Und grundsätzlich könnt ihr auch Dörrfleisch aus verschiedenen Fleischsorten machen. Also es muss nicht Beef Jerky sein, das kann auch aus Lamm gemacht werden. Könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr da Erfahrungen mit anderen Fleischarten habt. So, das Fleisch ist jetzt fertig, jetzt geht's an die Marinade. Bei der Marinade sind eurer Fantasie natürlich wieder keine Grenzen gesetzt. Wir stellen euch dieses Mal ein traditionelles kanadisches Rezept vor, ganz, ganz leicht abgewandelt nur. Und zwar basiert das auf Worcestershire-Soße, auch Worcestershire-Soße genannt. Davon haben wir 200 Milliliter. Dann kommt Sojasauce rein. Ebenfalls 200 Milliliter. Pfeffer, Knoblauchgranulat, das gibt es in jedem Supermarkt. Die genauen Mengenangaben stellen wir euch nochmal unter das Video. Dann haben wir Salz, davon haben wir mal ein bisschen weniger, weil wir es nicht ganz so salzig mögen, aber dafür scharf, deswegen Chiliflocken. Und zu guter Letzt Zwiebelgranulat. So, und in diese leckere Marinade, die schon richtig, richtig gut riecht, kommt jetzt unser Fleisch. Oh, ihr müsstet mal fühlen, wie sich das jetzt anfühlt. Und wie das riecht und schlotzt. Ich freue mich jetzt schon. So, das Ganze wird jetzt gut vermengt. Das wirklich an jedem Millimeter Fleisch auch Marinade drin ist. So, und damit das Trockenfleisch auch richtig Geschmack kriegt, muss das Fleisch jetzt richtig, richtig lange ziehen. Wir lassen das über Nacht im Kühlschrank ziehen und decken es dazu vorher mit einer Folie ab. Und dann heißt es warten. Unser schönes Rindfleisch hat jetzt über Nacht im Kühlschrank in der Marinade gebadet. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das aussieht. Ja, ich halte es mal in die Kamera. Die Farbe hat sich schon mal verändert. Das Fleisch ist dunkler geworden durch die Sojasauce und die Worcestershire-Soße. Und das könnten wir jetzt nicht direkt so ins Störgerät legen. Also könnten wir schon, aber ihr seht, wie viel Flüssigkeit da noch drin ist. Das würde ewig dauern, bis das trocknet. Deswegen habe ich hier ein bisschen Küchenpapier vorbereitet. Und jetzt tupfe ich das Fleisch erstmal ab. Dazu lege ich es einfach jetzt nebeneinander hier drauf. Das ist jetzt ja, richtig schön durchgezogen.
Mit der Arbeit hier komme ich dem Dörrautomaten praktisch entgegen und nehme ihm schon mal ein bisschen was ab. So. Und jetzt kann ich endlich mein Dörrgerät beladen. Wichtig ist, wenn ihr das belegt, dass ihr die Fleischstücke schon schön eng aneinander legt, aber eben nicht überlappend. Bei meinem Dörrapparat kann ich die Temperatur manuell einstellen und die stelle ich jetzt einfach mal auf 50 Grad. Und die Zeit, die er laufen soll, stelle ich auf 6 Stunden. Dann ist das Fleisch hoffentlich noch so ein bisschen saftig, nicht ganz trocken. Das könnt ihr dann machen, wie ihr das lieber esst. Ja, und für mich heißt jetzt nur noch abwarten und mich aufs Fleisch freuen. Das Beef Jerky ist fertig und es sieht richtig gut aus. Es riecht richtig gut, hat eine schöne Farbe und schmeckt total lecker. Ist ein bisschen salzig, ein bisschen scharf und hat noch ein bisschen Restfeuchte. Ich habe es jetzt 6 bis 8 Stunden drin gelassen. Die ersten waren noch nach 6 Stunden gut. Ein paar andere, dickere, größere Stücke haben 8 Stunden gebraucht. Wenn ihr es richtig trocken mögt, dann müsst ihr es wahrscheinlich ein bisschen länger drin lassen. Guckt einfach, was euch da schmeckt. Je nachdem, wie viel Feuchtigkeit jetzt noch im Fleisch drin ist, ist es auch unterschiedlich lange haltbar. Das hier wird wahrscheinlich so 2 bis 3 Wochen haltbar sein. Wenn ihr es ganz trocken dörrt, dann ist es gut 3 Monate haltbar. Ich werde jetzt einen Teil davon in so einem Glasbehälter lagern. Der steht dann hier hinter mir immer griffbereit. Und den anderen Teil, weil wir so viel Fleisch haben, stecke ich in den Ziploc-Beutel und friere den ein, um sicherzugehen, dass auch nichts verdirbt. Wäre ja schade drum. Und noch ein Tipp, wenn euch die Stücke zu groß sind, dann könnt ihr die einfach mit der Schere zerschneiden. Geht ganz einfach und besser als mit dem Messer. Jo, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Dörren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked's doch gerne und abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!